Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Überall in der ganzen Paldea-Region habt ihr ja bestimmt schon diese komischen Pfähle gesehen. Ihr könnt diese Pfähle einfach anklicken und dann kommt ein kurzer Dialog und der Pfahl löst sich in Luft auf. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass die Pfähle alle verschiedene Farben haben. Gelb, grün, blau und rosa. Wenn ihr es schafft, alle 8 einer Farbe zu lösen, und zu finden natürlich vorher erstmal, dann öffnet sich ein Schrein und ihr schaltet eine Begegnung mit einem legendären Pokémon frei. Und deswegen möchte ich euch heute kurz erklären, wie ihr die Schreine auf der Karte angezeigt bekommt und wo ihr die Pfähle findet. Und wie die legendären Pokémon aussehen natürlich dann. Im Spiel selbst, in der normalen Story und sonst wie, erhaltet ihr gar keine Informationen zu diesen Schreinen oder Pfählen. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie ihr diese ganze Storyline loslösen könnt, auslösen könnt. Und dafür müsst ihr in die Akademie gehen. Ja, wundert euch nicht, ich bin hier ja wieder auf der englischen Switch, beziehungsweise im englischen Spiel in Purpur, weil ich auch das nur hier zeigen kann, da ich das in meinem Originalspielstand auf Karmesin schon im Livestream gemacht habe. Hier müsst ihr auf jeden Fall den Geschichtsunterricht abschließen. Und zwar gibt es dort Geschichte 1, 2, 3, eine Zwischenprüfung zu den ersten drei Kursen, 4, 5, 6 und dann die Abschlussprüfung zu allen Kursen. Eure Lehrerin Moira wird euch in diesen Kursen, ich glaube in den letzten erst, was über diese Geschichte erzählen und dort erfahrt ihr eben was darüber, wie das überhaupt zustande kam und was da überhaupt dahinter steckt. Und dann schaltet ihr, wenn ihr alles abgeschlossen habt, Aktionen mit ihr frei, wo ihr das Vertrauen zu ihr verbessern könnt und dadurch schaltet sie euch dann die Schreine frei. Ich werde jetzt natürlich in dem Video nicht alle Kurse mit euch durchgehen, aber ich werde euch gleich die Zwischenprüfung und die Abschlussprüfung zeigen und die Antworten dazu. Zwar auf Englisch, aber ich sag die euch auf Deutsch. Also, hier im Englischen wäre es History. So, ist Zeit für die Zwischenprüfung und deswegen lese ich euch kurz die deutschen Fragen vor und welche Antwort die richtige ist. Die erste Frage ist, wie wird das Gebiet im Zentrum von Paldeas genannt? Das ist Antwort A, Schlund von Paldea. Was soll auf dem Grund von Zone 0 schlummern? C, ein Schatz. Vor wie vielen Jahren begann die Herrschaft des Paldeanischen Imperiums? Vor etwa 2000 Jahren. Wie lang besteht diese Akademie schon? 805 Jahre. Antwort A. Diejenigen, die nach ... streben, sollen sich an den Trauben Paldeas laben. Antwort C. Wissen. Und damit solltet ihr alle 5 Fragen richtig beantwortet haben. Ich glaube, ihr müsst nur 2 richtig beantwortet haben. Oder nee, 3 müsst ihr richtig beantwortet haben, um zu bestehen. Und in der Abschlussprüfung müsst ihr 4 richtig beantwortet haben. Ich habe es im Livestream alles selbst erarbeitet und mir alles angehört und alles durchgelesen und dann alles richtig beantwortet. Ich hatte keine einzige Frage falsch in gar keinem Fach. Also wenn ihr das machen wollt, viel Spaß. Kommen wir zur Abschlussprüfung. Die erste Frage ist wieder, wie wird der Schlund von Paldea noch genannt? Antwort B, Zone 0. Wie lange besteht diese Akademie schon? Antwort A, 805 Jahre. Welcher dieser Gegenstände gehört nicht zu den 4 Schätzen aus Paldeas Märchen? Antwort B, der Faltfächer. Welches Mitglied des Observationstrupps hielt die Ereignisse der Expedition schriftlich fest? Antwort C, Alondo. Vor wie vielen Jahren erfand Professor Futurus den Terrakristallorb? Antwort C, vor 10 Jahren. Bei Karmesin steht übrigens der andere Name, den ich gerade vergessen habe. So, und jetzt müsst ihr nur noch das Vertrauen gewinnen von ihr. Dafür müsst ihr ins Lehrerzimmer. Ja, ihr müsst gerade überlegen, was Lehrerzimmer auf Englisch heißt. Hier findet ihr sie das erste Mal. Und dann findet ihr sie in der Eingangshalle. Und dort steht sie gleich hier links
beim Bücherregal. Okay, es sind überall Bücherregale. Hier erzählt sie euch, dass die Gegenstände des Königs eben Pokémon sind und die scheinbar eingesperrt wurden. Und jetzt müsste sie einfach noch ein zweites Mal ansprechen. Hier erzählt sie euch das eben mit den Schreinen und den Pfählen und markiert euch die Schreine auf der Karte. Gucken wir also erstmal auf die Karte. Hier sehen wir dann, wo die Schreine sind. Einmal hier oben, links. Hier links an der Seite. Rechts unten. Und rechts oben. Ich werde euch im Video auf jeden Fall nochmal eine Karte einblenden, wo ihr alle zusammen seht, alle Pfähle. Und dann werden wir nach und nach alle erstmal durchgehen. Und deswegen fangen wir mit den grünen Pfählen an, würde ich sagen. Die findet ihr links oben in dem Bereich. Wir gehen erstmal zum Schrein und gucken uns den an. Wollt ihr einen näheren Flugpunkt haben, dann empfehle ich euch hier auf jeden Fall eins der 10 Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Denn dann schaltet ihr nämlich hier einen Spawnpunkt bzw. einen Flugpunkt frei. Der ist näher daran als der hier im See in der Mitte. So, und hier haben wir dann auch schon den Schrein und ja, ne, das ist hier nicht das legendäre Pokémon, also auch wenn es ein bisschen danach aussieht. Wie gesagt, hier ist der Schrein. Ich kann das nochmal kurz so zeigen. Und hier ist auch der Flugpunkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum ersten Pfahl. Ich muss euch einmal kurz sagen, ich gucke hier gerade einen Guide nebenbei noch mit an, wo die Pfähle sind. Und bitte, Bisa-Fans, macht bitte eure Karte auf Norden nach oben immer. Es ist anders schlimm, wenn die Karte auf den Kopf gedreht ist und man herausfinden soll, ja, wo man denn jetzt genau hin muss. Wenn ihr R reindrückt, dann könnt ihr nämlich hier die Karte so drehen und es ist komplett verwirrend dann, weil alles anders ist. Drückt einmal R rein und dann habt ihr immer Nordansicht. Also auch wenn ihr falsch rum seid, R reindrücken, habt ihr immer die Norden oben Ansicht. So seht ihr nämlich die Karte immer gerade. So wie sie hier ist. Und wenn man jetzt herausfinden soll, wo denn die Pfähle sind, macht es ungemein schwer. So, ihr seht schon, hier haben wir den ersten Pfahl. Wir sind also, wie gesagt, bei den Grünen. Und ich zeige es euch kurz auf der Map. Das ist die Nordansicht. Also Norden ist oben. Es ist ganz schlimm, sowas zu gucken. Ihr seht es an den Kreisen hier auch noch übrigens. Grün ist Norden. Und wenn man auf man selbst drauf ist, dann sieht man auch das N oben. Und die Karte bei denen war nach rechts geneigt, so. Ach, das ist maximal schwierig. Also ich spiele es lieber so in der Nordansicht und dann seht ihr auch am einfachsten, wo bin ich überhaupt? Sollte auch nicht ganz so schwer sein mit den englischen Begriffen, denn ihr seht ja hier ganz normal, der Caldero League See ist hier und hier geht es dann ganz nah ran. Das ist falsch markiert. Das ist genau hier. Bei den nächsten zeige ich es euch dann nur noch in diesen 3 Schritten. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller.
So, und das war unser letzter grüner Pfahl. Das merkt ihr auch daran. Dann begeben wir uns mal zum Schrein, würde ich sagen. Ich habe gerade in dem Moment zum allerersten Mal herausgefunden, dass man zum Schrein fliegen kann. Ja gut, nehmt es am Anfang einfach zurück. So, und dann treffen wir hier als allererstes auf Ding Lu. Dafür einfach ansprechen. Und der Kampf beginnt. Die Pokémon können nicht in Shiny vorkommen, also spart euch das Resetten. Den zweiten Schrein findet ihr hier den Wasserfall hoch. Und da oben ist dann eine kleine Höhle. Und ja, ich habe herausgefunden, dass man dahin fliegen kann, aber natürlich auch erst, wenn ihr schon mal dort wart. Das heißt, wir gehen da jetzt das erste Mal hin, gucken uns das kurz an und dann kann ich mich da immer wieder hin teleportieren. So, das ist der blaue Schrein und da kümmern wir uns. Hier müsst ihr aufpassen. So viele wilde Pokémon. Wir kümmern uns um die Pele. So, das war auch hier der letzte Pfahl. Dann können wir zum Schrein. So, wieder berühren und dann fordern wir das Pokémon Juju raus. So, als nächstes gucken wir uns die rosa Pfähle an. Dafür müssen wir hier unten hin. So, habe ich rosa gesagt? Ich meinte eher lila. Wir gucken uns gleich an. Ja, es ist eher so ein lila Ton. Hier ist also der Schrein und wir gucken uns jetzt die Pfähle an. Yeah.
So, und da haben wir unseren achten Pfahl bei den Lilanen. Und ja, wir sind zufällig genau über dem Schrein, deswegen hüpfen wir einfach runter. Hopp. So, und jetzt encountern wir das Pokémon. Ich hoffe, ich spreche es irgendwie in irgendeiner Art richtig aus. Chongyan. Es tut mir leid, falls es falsch ausgesprochen ist oder irgendeines der Pokémon. So, und jetzt gucken wir uns noch die letzten an, und zwar die gelben Pfähle. Und dafür müssen wir hier hin. So, das hier ist der Schrein. Und ihr findet den, wie gesagt, hier. Dann suchen wir mal die gelben Pfähle. So, das war der letzte gelbe Pfahl und allgemein auch der letzte Pfahl. Und wir gehen zum Schrein. Hier haben wir den Schrein und da befindet sich das Pokémon Baojian. Und das war's mit dem Video. Also nochmal, so sehr ich Bisa-Fans liebe, aber diese Aufteilungen und die Map, die gedreht war und gespiegelt und durch diese Funktion mit dem Norden nicht nach oben, ist es ganz schwierig gewesen, da jetzt alles zu finden. Aber ich blende euch nochmal die Gesamtkarte von ihnen ein. Da findet ihr die Karte komplett gerade, wie sie normalerweise sein sollte. Und alle Punkte sind auch markiert. Und ich werde euch das natürlich auch in der Videobeschreibung verlinken. Visa-Fans, so sehr ich euch liebe, wirklich. Ihr macht tolle Arbeit und ich liebe eure Sachen und eure Arbeit, weil das erleichtert einfach alles. Danke dafür auf jeden Fall. Aber das war wirklich schwer damit. Wenn ihr die Zeit und die Möglichkeit habt, dann gerne überarbeiten nochmal. So, das soll es von mir gewesen sein. Wenn euch das Video geholfen hat, gerne ein Däumchen nach oben geben und abonnieren nicht vergessen, falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Bis dahin, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.